Cezzola, Kovac, ein Fehler! Und der Ball ist drin! Und die Bayern führen! Wahnsinn! Wahnsinn! Gregor Kobel. Und mit der beste Torhüter in der Saison. Ja, aber keine Spielpraxis in den letzten Wochen gehabt. Natürlich ein Riesenfehler, weiß selber, muss man gar nicht drüber diskutieren. Ich weiß nur nicht, warum, dass er rausgeht aus dem 16er. Der Ball geht zu ihm in den 16er, kann er die Hände nehmen. So schlägt er über den Ball und Sane lässt den Ball ins Tor gehen. Ja, Upamecano hat ihn hinten rausgespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird als Eigentor gewertet. So viel zum Thema Maulwürfe in München. Da hat der Richtige rausgeguckt. Du unsere Nummer 2, Dario! Dario! Vom Stadionsprecher wird hier Upamecano gefeiert. Neuer Spielstand, FC Bayern München. Borussia Dortmund. Danke! Die Bayern. Kann man es auf den Nenner bringen, möglicherweise? Ja, keine zwei Chancen, aber zwei Tore, würde ich sagen. Hier, Eckball kann immer was passieren. Müller auf dem zweiten Pfosten, wachsamer wie alle Dortmunder, die in und um den Strafraum herumgestanden sind. Ja, aus dem Nichts eigentlich eine 2:0-Führung. Wird sicher noch eine Abseitslinie gezogen, virtuell, De Ligt. Müller. In der 18. Spielminute steht er da und stehen muss. Tor für den FC Bayern München durch den Kapitän und unsere Nummer 20, Thomas. Kein Abseits bestätigt. Neuer Spielstand, FC Bayern. Dortmund. Danke. Dortmund hatte eine vernünftige Müller sogar selbst machen. Müller hätte ihn durchlassen müssen. Oder lässt ihn durch. Dann wäre es die beste Lösung gewesen oder die beste Entscheidung. Sané, Kobel lässt ihn fallen und Thomas Müller. Möchte irgendwer daran zweifeln, ob er der Mannschaft noch was geben kann? Zweifelt keiner dran. Aber auch wieder Torwartfehler von Kobel, ja, lässt den Ball nach vorne abprallen. Ich spreche ihn wieder nicht frei von diesem Tor, aber auch Sané, ja, 1-1, Abschluss. Vorher wieder ein einfacher Ballverlust der Dortmund im Aufbauspiel. Sané, Ball flattert ein bisschen, aber das hat er schon besser gelöst, Kobel in dieser Saison. Doppelpack von Thomas Müller. Saisontore 5 und 6. Die Bayern Führungsetage. Guck mal, und plötzlich ist wieder Mir Samir. Toller Pass von Wolf übrigens gewesen. Sané. Guter Ball! So geht's. So geht's. Kings
Kingsley Coman mit dem 4:0 in der 50. Minute. Das war's. Das ist die Entschlossenheit, die auf der anderen Seite vorhin fehlte. 1, 2, 3, gute Laune am Tegernsee. Oh, nicht nur da, sondern auch hier in der Allianz Arena, zumindest von 90% der Fans, die rot-weißen Farben vertreten. Guter Flankenwechsel, gute Ballannahme. Sané hat ganz viel Zeit. In der 50. Spielminute. Deutlich kein Abseits. Wolf dem Antritt nicht gewachsen, das Zuspiel kommt auf den Punkt. Und Kobel kann sich hier freisprechen, aber es ist natürlich auch hier wieder maximal unglücklich. Absolut, aber es gibt auch Tore, die man schwerlich verteidigen kann. Und da muss man Sané loben. Dieser Traumpass, dieses vertikale Spiel, dieser Lauf von Coman, natürlich hätte man. Und jetzt geht der Elfmeter für Borussia Dortmund. Die Chance für einen kosmetischen Eingriff. Bellingham, Guerrero, bisschen Gedattel. Gnabry bietet das Bein an. Erwischt ihn unten. Damit ist es ein Elfer. Ja, wie sagt man? Offensivspieler im eigenen Strafraum. Immer gefährlich. Emre Can gegen Jan Sommer. Emre Can trifft 4:1. Ah, guter Abschluss. 4:2. Das Ergebnis bleibt im Rahmen. Minute. Alle mit Guerrero. Und dann ist die Frage, steht Moukoko